Herzlich willkommen, meine Freunde, zum neuen Trading Video auf meinem Kanal. Ich zeige euch heute hier, wie ihr schnell und einfach viele Coins machen könnt, Freunde. Wieder für jedes Budget was am Start. Wenn es euch natürlich gefällt, sehr, sehr gerne Däumchen hochgeben, wenn du hier neu bist auf meinem Kanal. Lass es sehr gerne ein kostenloses Follow da und dann würde ich sagen, starten wir rein. Let's go. Und wenn du sagst, du möchtest noch mehr Trading-Tipps direkt aufs Handy, dann komm sehr, sehr gerne in meinen Top 100 Trading-Discord rein. Wie du hier reinkommst, ist auch relativ einfach. Einfach einen Sub auf meinem Twitch-Kanal da lassen. Hast du Twitch Prime, ist es sogar so gesehen kostenlos für dich. Dann verbindest du Twitch mit Discord und dann bist du innerhalb von 1-2 Minuten in meinem Top 100 Trading-Discord. Gönn dir. Wenn du noch auf der Suche nach PSN-Karten spielen oder sonstiges für deine Konsole, dann checkst du sie gerne in den ersten Link der Videobeschreibung aus. Für meinen Partner Eneba, du siehst, du kriegst hier eine 120er PSN-Karte für 102 Euro ungefähr. Gönn dir für die besten Preise. Ja, Freunde, wir haben natürlich heute viel vor, deswegen würde ich sagen, starten wir direkt auch rein. Schreibt gerne mal euer Budget in die Kommentare, dass ich weiß, was für Tipps ihr haben wollt. Wir haben heute sehr, sehr Geringverdiener-Methoden am Start. Und natürlich auch ja, wieder UV-Liste am Start. Ihr seht hier sehr, sehr viele Verkäufer wieder. UV läuft aktuell wirklich wunderbar. Ich sag mal so 400-500k pro Tag aktuell mit UV, gar kein Problem. Für die Low-Budget-Jungs habe ich natürlich auch was am Start. Dass wir hier jeden Tag eine Icon-SBC ab heute Abend bekommen. Heute Abend bekommen wir Ronaldinho Gaucho als SBC. Am Samstag dann im Pushkas. Und wir bekommen, glaube ich, 5 oder 6 Icon-SBCs. Was heißt das für uns? Ihr müsst natürlich 11 Bronze- und 11 Silberspieler abgeben. Ich gehe davon aus, dass die auf jeden Fall gut steigen werden. Ihr könnt hier diese Bronzespieler für 150 erbieten. Ihr müsst ein bisschen nach hinten gehen und dann kannst du hier wirklich die Bronzespieler für 150 erbieten. Ich gehe mal davon aus, dass die auf 400-500 steigen werden. Wenn du jetzt hier zum Beispiel mit 100k reingehst, wenn du nur 100.000 hast, dann hast du auf einmal 300k, 350k. Davon gehe ich aus. Da kannst du da auf jeden Fall reingehen, wenn du 100k oder weniger hast. Macht euch den Verein mit voll, damit wir es nichts verkehrt machen. Wie gesagt, einfach auf jeden 150 bieten. Wenn ihr merkt, oh, die Methode machen sehr, sehr viele, geht ihr umso weiter hinter. Wer natürlich sagt, ey, ich habe genug Coins, mir macht das nichts aus, dann könnt ihr die natürlich auch sofort kaufen für 200. Dasselbe Prinzip könnt ihr natürlich mit den Silberseltenen machen. Dazu solltet ihr natürlich ein bisschen mehr Budget wie 100.000 haben. Ich sag mal 300-500k. Die könnt ihr auch für 250 erbieten. Die sind sogar noch leichter zu bekommen. Also da bietet wirklich kaum jemand mit. Ich glaube, das haben die Leute nicht auf dem Schirm, dass man auch 11 Silberspieler braucht. Ist halt eher für die Leute, die nochmal ein bisschen höheres Budget haben. Und dann könnt ihr hier wirklich auch auf jede Karte 250 bieten. Bei denen gehe ich mal von aus, naja, die werden jetzt prozentual vielleicht nicht ganz so hoch gehen wie die Bronzespieler, dass ihr da verdreifacht, kann passieren, aber ich gehe mal eher von einem Verdoppler bei diesen Karten aus, dass die auf 500, 600 gehen, ja, dass die jetzt auf 700, 800 gehen, kann passieren, muss aber nicht passieren, deswegen, ich sag mal so, 500, 600 sollten die aber safe erreichen, deswegen auch bei denen könnt ihr nichts verkehrt machen, wenn ihr da auf jede Karte 250 bietet. Dann habe ich natürlich nochmal Investing-Spieler am Start, die natürlich schon seit gestern Abend in meinem Discord stehen, die sind auch schon ein bisschen gestiegen, aber die sind immer noch preislich gut. Spieler, die ins Tots kommen und die meiner Meinung nach Potenzial haben zu steigen. Ihr seht übrigens, dass man hier diese ganzen Silberspieler bekommt. Läuft auf jeden Fall sehr, sehr gut. Wir haben hier Koundé, würde ich euch empfehlen, bis 6.000 mitzunehmen. Ich gehe davon aus, dafür, dass er einen Tots bekommt und dass man ihn für den La Liga Tots Cup sehr, sehr gut spielen kann, dass er Richtung 9.000 steigen wird. Vinicius würde ich euch empfehlen, maximal bis 17.000 mitzunehmen, eher günstiger zu bekommen, dass ihr ihn für 16.000 oder so bekommt, sniped oder erbietet. Guckt, dass er den dann so bekommt. Ich gehe bei ihm davon aus, dass er Richtung 20.000, 25.000 steigen kann, weil er auch auf jeden Fall eine der besten Offensivkarten ist vom Low-Budget-Bereich, wo du wahrscheinlich nichts verkehrt machst. Dann haben wir hier Lorente, auch den würde ich euch empfehlen, bis 6.000. Wenn ihr halt mehr kauft, ist es euer Risiko. Ich gehe mal davon aus, dass er auch bis zu 9.000 erreichen wird wie Koundé. Man muss halt sagen, die sind jetzt schon ein bisschen gestiegen, 500, 600 hochgegangen. Lorente und Koundé habe ich zum Beispiel in meinem Discord für 6.000 empfohlen, die sind halt jetzt schon 500, 600 Coins hochgegangen, wir haben glaube ich noch eine Karte hier, Petri, könnt ihr noch einkaufen, ist mit einer der billigsten 85er, bekommt auch einen Tots, kriegt ihr unter 10.000, bis maximal 10.000 könnt ihr einkaufen, das ist noch eine Karte, da gibt es relativ viele Karten, habt ihr nochmal 4 Karten
wo ihr für, wenn ihr mehr Budget habt, wenn ihr eine Million, wenn ihr 2 Millionen habt, was ihr ein bisschen einkaufen könnt, was ihr dann nächste Woche mit gutem Profit verkaufen könnt, bin ich mir relativ sicher. Freunde, da habe ich euch genug Investing-Tipps gegeben, würde ich sagen. Dann gehen wir natürlich zu meiner Main-Aufgabe. ÜV-Liste läuft wieder sehr, sehr gut. Ne? Man muss sagen, ihr seht, ich habe gar nicht die 100er Liste voll, weil ich einmal aus Versehen weggedrückt habe. Das jetzt zweimal anbieten, 24 Verkäufe bei einer 60er Liste, überragend. Seht ihr hier die Verkäufe, gehen wir kurz durch. Ich habe natürlich wieder einige Karten nachgekauft, die ich natürlich mit euch gemeinsam anbieten werde, wo ich immer noch was sage, okay, hier die letzten Goldkarten sind einfach Karten, die ich noch doppelt hatte, die ich dann einfach draufgestellt habe. Ja, Freunde, dann gehen wir zu den nachgekauften Karten und ihr seht, ich habe hier einige Karten nachgekauft. Wenn ich nicht anders sein bin, muss ich das ja nicht über Team machen. Wir machen das immer so, dass wir pro Karte 3000 Gewinn machen. Ihr seht, welche Karten ich eingekauft habe. Ich kann euch nur empfehlen, die Karten 1:1 so nachzukaufen, damit werdet ihr nichts verkehrt machen. Schaut natürlich immer, dass ihr die Karten mit gutem Chemistry Style bekommt und wenn möglich umgeformt. Ihr seht, manchmal habe ich jetzt auch kein Chemistry Style drauf bekommen. Dann war es mir persönlich egal. Wer natürlich sagt, er hat da Bock drauf, dass er nur Karten hat, die mit Chemistry Style angeboten ist, könnt ihr eine Karte drauf machen. Ich bin ehrlich, ich bin da zu faul für. Man muss sagen, ich habe es dann auch öfters, dass sich so eine Karte mal nicht so gut verkauft. Wenn ihr den Chemistry Style draufpackt, geht die deutlich besser weg. Dann haben wir hier Marquez, auch sehr, sehr schöne Karte. Gerade für La Liga sehr, sehr interessant. Könnt ihr auf jeden Fall nichts verkehrt machen, wenn ihr den für um die 20.000 mit einem Shadow mitnimmt. Dann haben wir sogar hier zweimal am Start. Wenn ihr natürlich zweimal dieselbe Karte holt, ich gehe mal davon aus, dass ihr 3-4 Mal dieselbe Karte immer holen werdet, immer unterschiedliche Preise machen. Ihr seht, ich habe eben 23,5 oder 23,7 gemacht, mache jetzt hier 24,5, ist ganz, ganz wichtig, weil wenn ihr jetzt zum Beispiel bei dem Di Natale und da kommen auf einmal 4 Karten hintereinander für denselben Preis, dann denkt sich der Käufer auch, was da los. Stellen wir natürlich auch so rein, dass wir 3K Gewinn machen. Dann haben wir hier Forlan auch leider ohne Chemistry Style bekommen, wie gesagt. Mir persönlich ist es egal, wen es stört, macht einen Chemistry Style drauf. Das muss auch nicht der beste sein. Da könnt ihr einfach einen nehmen, den ihr im Verein habt oder euch für 150 erbieten. Dann Di Lorenzo biete ich für seinen Second Inform an. Kostet ungefähr 26.000. Wen das zu hoch ist, kann natürlich auch 24,5 machen. Geht auch klar. Nächste Karte ist hier der Ödegaard. Auch sehr, sehr gute Karte. Die nächste Karte ist Nakata. Den würde ich euch auch empfehlen, so 4-5K teurer anzubieten. Bei so Karten könnt ihr sogar einen Aufpreis von 6K machen. Dann macht ihr gar nichts verkehrt. Ihr seht, auch den habe ich wieder zweimal geholt. Wenn ich natürlich eine Karte für einen guten Preis bekomme, hole ich die natürlich 2-3 Mal. Nächste Karte ist Dybala in Form. Den stellen wir auch so für 3.500 mehr rein. Sané, müsst ihr aufpassen, der schwankt immer sehr, sehr krass. Der ist mal bei 20.000, der ist mal bei 26.000, 27.000. Würde ich maximal bis 22.000, 23.000 kaufen. Habe ich hier auch ein paar Mal mitgenommen. Müsst ihr aufpassen, schwankt wie gesagt sehr, sehr oft. Sein Tots ist auch bei 40.000. Den könnt ihr auch auf die Liste nehmen. Wer sagt, der hat nochmal ein paar Coins mehr. Könnt ihr auch mitnehmen, habe ich jetzt keinen mehr geholt. War nämlich eben bei 41.000, auch bis 40.000. Sané, Tots macht ihr nichts verkehrt. Nächste Karte ist Barella in Form, auch den stellen wir für 3.500 mehr rein. Den habe ich glaube ich auch zweimal bekommen, ja, haben wir auch zweimal bekommen, diese Karte. Stellen wir so knapp unter 20.000 immer rein, sehr, sehr gute Karte. Ihr seht, den habe ich auch nochmal geholt, weil die Karte kostet dasselbe. Ist halt kein Inform, die Inform ist immer schöner für die SBCs, aber die Karte, ja, 2 Ratings, glaube ich, mehr oder 1, kann man auf jeden Fall auch nichts verkehrt machen. Ihr seht, sehr, sehr viele Informs sind schön getroppt, deswegen habe ich da einige mitgenommen. Hier, Vasquez, muss man aufpassen, geht schon fast Richtung Extinct-Preis, würde mich auch nicht wundern, wenn er den erreicht, weil das eine sehr, sehr gute, spielbare Karte ist und gerade durch den Spanien-Link, durch den Real Madrid-Link, könnte diese Karte auf jeden Fall Richtung Extinct gehen, weil ihr seht, der hat bis 37.000, der ist bei 30.000 ungefähr. Ja, viel Luft nach oben hat der Kollege nicht mehr. Dann haben wir hier noch Jota am Start von Liverpool. Auch eine super Karte. Habe ich auch, glaube ich, 2 oder 3 Mal geholt. Geht auf jeden Fall auch sehr, sehr gut. Heute ein paar auch etwas günstigere Karten. Mal einfach Informs, die sehr, sehr günstig sind und auf jeden Fall sehr, sehr gut gehen. Hier Kovacic haben wir ohne Chemistry Style wieder bekommen, jetzt nicht so gut. Und hier nochmal mit Hunter bekommen, mache ich auch mal 6-7K Aufpreis. Wenn die nicht weggehen, passe ich die an, aber ihr könnt auch manchmal einfach ein bisschen zu teuer anbieten. Ich würde jetzt immer noch unter 10K bleiben, also nicht übertreiben, aber wenn ihr sagt, ey, die Karten gehen eh immer gut, dann könnt ihr natürlich bei den Karten auch ein bisschen teurere Preise machen. Hier Diaby auch sehr, sehr schön getroppt, 19.000, war die ganze Zeit Richtung 30.000 unterwegs,
Ist jetzt nochmal gut getroppt. Habe ich mir hier auch ein paar mitgenommen. Stellen wir auch so 4K, 5K teurer drauf. Geht auf jeden Fall klar. Hier Rabiot, von dem habe ich ein paar Karten mitgenommen. Bei dem könnt ihr den ersten Inform kaufen bis zu 12.000. Den Inform hier bis 16.000 und die WM-Karte ist das, glaube ich, auch so bis 16.000. Also der hat drei Karten, die ihr einkaufen könnt. Ich weiß gar nicht, ob ich die andere Karte jetzt noch gekauft habe. Ja, habe ich tatsächlich hier gekauft für 11.000, also geschenkter Preis. Und bei dem, den stellen wir ungefähr für den anderen Informpreis rein. Auch so 14.000, 15.000. Ja, können wir auf jeden Fall so machen. Dann haben wir hier noch Brolin am Start. Auch eine relativ günstige Karte für 13.000. Machst du bei dieser Karte auch gar nichts verkehrt. Raspadori haben wir, glaube ich, sogar eben für 24.000, 25.000 verkauft. Sehr, sehr gute Karte. Hier den Park, auch sehr, sehr gute Karte. Auch bei dem packen wir einen guten Aufpreis drauf. Dann hier King auch 18.000. Das ist ja wirklich ein geschenkter Preis. 18.000 für einen 86er Hero. Machst du nichts verkehrt. Spinazzola, bei dem immer besser, wenn ihr den als linker Verteidiger bekommt. Wollte ich jetzt nicht selber umstellen. Positionskarten sind aktuell nicht günstig. Deswegen habe ich es jetzt nicht selber gemacht. Könnt ihr natürlich machen, wenn ihr Bock drauf habt. Hier Benazir ja auch wirklich geschenkt. 13.000, 85er Inform. Sehr gute Karte. Machst du auch nichts verkehrt, wenn diese Karte dir auf die Liste holt, bis 13.000. Hier nochmal eine etwas teurere Informkarte mit dem Rashford. Geht aber auch sehr, sehr gut. Bis 40.000 machst du auch bei denen nichts verkehrt, wenn du den auf deine ÜV-Liste packst. Relativ gute ÜV-Karte. Weiß gar nicht, beim anderen habe ich glaube ich eben 46 gemacht. Bin mir gerade gar nicht sicher. Manchmal mache ich auch selben Preis, wenn ich einfach nicht mehr weiß vorher, ja, welchen Preis ich angeboten habe. Dann haben wir hier noch Lusano am Start. Bei dem haben wir auch 15.000 ungefähr. Auch gute Karte. Und dann haben wir hier noch Martinelli am Start. Bei dem haben wir auch so 16.000, 17.000. Und dann geht das klar, Freunde. Das wäre es mit meinem heutigen Video gewesen. Die hier sind unrelevant. Die sind noch doppelt aus dem Bundesliga-Upgrade. Ich hoffe, es hat euch gefallen mit meinem heutigen Trading-Video. Gebt mir sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben. Kommt heute Abend gerne in meinem Twitch-Livestream vorbei. Twitch ist unten verlinkt. Lasst mir da gerne ein kostenloses Follow da. Kommt sehr, sehr gerne in meinen Top 100 Trading-Discord. Und ich bin heute Abend live nach dem Bundesliga-Spiel. Würde mich sehr freuen, euch zu sehen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Haut rein. Ciao, ciao!